Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell, meine Damen und Herren. Stöhnen, aber nicht vor Lust, sondern vor der extremen Hitze. Eine Heißluftwelle nach der anderen kommt aus der Sahara zu uns. Fehlt eigentlich nur noch der Wüstensand. Im heutigen Meldungsblock spannen wir einen Bogen von der Backofentemperatur bis hin zu Problemen beim Autoabsatz. Und nun starten wir gleich in die heutige Themenwelt. 30 Grad und mehr sind eine Plage für Mensch und Tier. Man muss kein Eisbär sein, um bei diesen Temperaturen beinahe zu verschmachten. Wie schützt man sich nun gegen diese extremen Wettererscheinungen? Die Vorsichtsmaßnahmen sind individuell verschieden. Verstecken, Träume. Wo verstecken Sie sich? Den Schirm. Um was geht es denn da jetzt wirklich? Es geht darum, dass wir wissen wollen von Leuten, wie sie sich gegen die extreme Hitze schützen, weil es so viele Fälle gibt, die also im Krankenhaus landen. Na, natürlich, ich höre den ganzen Tag die Rettung vorbeifahren. Ne? Aber was soll ich mich schützen? Es gibt keinen Schutz, außer im Schatten. Aber wenn ich arbeiten muss, gibt es ja keinen Schatten. Kastanien, Bäume im Gasgarten waren wir auch lieber. Ne? Wir bleiben einfach, wenn es ganz heiß ist, viel drinnen. Wir haben einen Pool im Garten, was recht praktisch ist gegen die Hitze. Sonnenhut, Sonnencreme, viel trinken. Genau, das war's. Und damit ist das Problem bewältigt? Eigentlich ja, und wir sind ja froh, wenn es ein bisschen schön ist, weil wir haben eh ganz langen Winter und kalte Temperaturen, somit freue ich mich über ein paar Sonnenstrahlen. Für viele ist der Weg in die Apotheke die beste Chance, die richtigen Tipps für das Verhalten unter solch extremen Temperaturen zu bekommen. Ins Kühle gehen, im Schatten sein, also sich eher im Schatten aufhalten, viel Flüssigkeit trinken. Wenn es sehr heiß ist, schwitzt man sehr viel und hat dadurch einen hohen Flüssigkeitsverlust. Und das macht häufig dann Probleme beim Kreislauf, sodass der Blutdruck auch hinuntergeht. Und mit viel Trinken kann man das natürlich dann ausgleichen. Und medikamentösen Schutz gibt es keinen? Gegen die Hitze kann ich kein Medikament nehmen, das gibt es leider nicht. Gegen Schwitzen gibt es schon was, gegen das übermäßige Schwitzen, aber da gibt es einen Salbeextrakt. Aber gegen die Hitze kann ich medikamentös nichts tun. Ja. Sind die Leute zu unvorsichtig, denn die Spitäler jammern über volle Gänge, über volle Ambulanzen, gerade jetzt bei diesen Temperaturen, vor allem bei älteren Menschen? Sind die Leute sicher zu unvorsichtig, ja? Man unterschätzt das. Also draußen auf der Sonne, das Schwitzen, man ist es nicht gewohnt. Wir sind es ja nicht gewohnt. Es war jetzt viel zu heiß, tagelang viel zu heiß. Und führt natürlich dazu, dass man es unterschätzt und dann vielleicht auch einmal ins Spital muss. Wie merkt man denn eigentlich, dass man jetzt einen Kreislaufkollaps bekommen kann durch zu große Hitze? Wie drückt sich das aus? Schwindlig, also Schwindel kann auftreten, der Blutdruck geht eventuell hinunter, kann man dann vielleicht auch messen. Unwohlsein, Übelkeit kann natürlich auch dabei sein. Dann soll man vielleicht in den Schatten gehen und was Kühles oder auch Warmes trinken. Warme Getränke haben eher eine kühlende Wirkung. Ja. Also, wir haben gehört, welche Auswirkungen eine solche Hitzewelle für den Menschen haben kann. Im Extremfall hilft nur mehr der Noteinsatz, der Rettung und der Ärzte. Im Allgemeinen aber kann man feststellen, dass sich die Leute schon selbst zu helfen wissen. Mit viel Trinken. Das war's. Ja, und mit Diana einreiben. Transplantwein. Haben Sie schon mal Probleme gehabt bei den Temperaturen? Nein, keine. Ja. Ich gehe in den Schatten. Klar. Ja, viel trinken natürlich, selbstverständlich. Aber keinen Alkohol, wenn es geht. Tee oder Wasser. Ja, und so schützt man sich halt. Haben Sie schon einmal Kreislaufprobleme gehabt bei diesen Temperaturen? Ja, direkt nicht, aber man spürt natürlich das schon. Die extreme Hitze spürt man schon. Eines darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Viele haben sich nach einem eher kalten Frühjahr doch den heißen Sommer gewünscht. Des Österreichers liebstes Kind, das Automobil, hat bei den Kaufüberlegungen zumeist eine führende Rolle gespielt. Nun stellt sich heraus, dass die Euphorie des Autohandels etwas verfrüht war. Jubelzahlen wurden noch vor einem Jahr über den Autoabsatz in Österreich veröffentlicht. Der Jubel war allerdings von nicht allzu langer Dauer, denn wie die letzten Zahlen beweisen, war diese Situation eher eine kleine Täuschung.
Viele haben aus der Sorge, wie es in den nächsten Jahren um ihr Geld aussehen wird, sich entschlossen, ein Auto anzuschaffen. Zum einen sind die Prognosen für 2012 sehr schlecht gewesen, aufgrund der Wirtschaftslage Griechenland, Portugal, die Hilfspakete, Sparpakete, was die EU in den europäischen Markt hineinwirft, führt dazu, dass eigentlich die Märkte zusammenbrechen. Man merkt, also es gibt Portugal und Griechenland haben den schrumpfenden Markt eigentlich hat den meisten betroffen mit über 20% Minus rückläufig gegenüber den anderen EU-Ländern. Wenn man aber das Gesamtbild sieht in Österreich, Deutschland, bleibt der Markt relativ stabil, also entgegengesetzt den Prognosen. Also wenn wir jetzt am Halbjahresschlussstrich sind, ist Audi, wo wir auch mit drin fällt, sind wir eigentlich auf Rekordniveau eigentlich in diesem Jahr, obwohl eigentlich Gegenteil gesagt wurde. Ja, interessant ist vielleicht auch, dass man annehmen kann, dass in den Jahren zuvor die Leute gesagt haben, was weiß man, was mit dem Geld passiert, was weiß man, ob nicht eine Rieseninflation kommt. Jetzt habe ich noch Geld, jetzt kaufe ich mir noch ein Auto, weil vielleicht kann ich mir in 5 Jahren keines mehr leisten. Und dann ist der Markt irgendwann gesättigt. Ja, das stimmt vor allem, gerade was Sie ansprechen, dass die Leute einfach das Vertrauen in die Banken vielleicht nicht mehr so groß ist, wie es auch schon letztes Jahr war. Und das hält auch natürlich an. Also die Leute denken sich, ja, jetzt will ich noch investieren in den Markt, bevor das Geld weg ist. Oder so, wenn man noch zurückgeht an die BAWAG-Krise, dass die Leute sagen, oh, ich muss mein Geld irgendwo anders hinbringen, bringe ich es in den Markt hinein oder kaufe mir ein neues Auto und das hält dann wieder 5 bis 10 Jahre. Wohin geht eigentlich der Trend, Herr Ebner? Wohin geht der Trend? Was wollen die Leute jetzt vom Auto? Was erwarten Sie sich von einem Modell 2012 oder 2013? Unsere Modelle sind hauptsächlich auf Sparsamkeit ausgelegt. Das sieht man auch überall. Die Leute durch die steigenden Benzinpreise und Dieselpreise muss man einfach dorthin entwickeln, dass die Fahrzeuge immer weniger verbrauchen. Also wir reden hier von einem Durchschnittsverbrauch von 4,5 Liter, was fast ein jedes Auto heutzutage schon erreichen muss, dass es überhaupt attraktiv für einen Kunden wird. Und da ist Audi und VW speziell in der Entwicklung sehr gut mit den Blue Motion Modellen oder Audi mit dem Supersportwagen Turbo FSI Motoren auch in Benzinklasse sehr weit gesenkt worden. Eine Beobachtung konnte man schon im Vorjahr und jetzt immer mehr machen. Die Auswahl der Farbe für das Auto hat einen neuen Boom ausgelöst. Weiß, ja besser Schneeweiß, heißt die Farbe, die jetzt immer mehr im Verkehr zu sehen ist. Das ist so wie bei einer Modeerscheinung, es gibt die Trendfarben. Weiß hält sich jetzt schon sehr lange. Vor drei Jahren ist Weiß wieder zurückgekommen und es hält sich noch immer. Was auch bei Weiß ein Argument ist, durch die neue Folientechnik oder Beklebungstechnik kann man einfach aus einem weißen Auto am meisten machen. Also man kann das schmücken, also mit folieren lassen. Das ist ein Weiß, wirkt das einfach am besten. Und das ist sicher auch Mitgrund, dass Weiß sich noch immer so gut hält. Ob sich der Absatzmarkt stabilisieren wird oder ob es neuer Anstrengungen bedarf, den Absatz von Autos wieder anzukurbeln, wird die nahe Zukunft zeigen. Angenehme 17 Grad konnten wir heute früh verspüren. Nach nächtlichen Gewittern wieder normale Temperaturen, die dem Jahresdurchschnitt entsprechen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, morgen zur gleichen Zeit.